Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von und mit mir. Und, genau, ich habe wieder eine Gesprächspartnerin diesmal wieder dabei. Im zweiten Teil meines Gesprächs mit Annette Gläsel-Maslow geht es nochmal um das Thema Virtual Reality, Augmented Reality. Und wir gehen jetzt mal so ein bisschen weiter ins Thema rein und reden mal über echte Anwendungsbeispiele und über Dinge, die es schon gibt. Und nicht nur über, was vielleicht sein könnte. Wobei, wir mischen das Ganze. Ich wünsche euch viel Spaß. Gleich geht's los. Willkommen zu Kopfkino, dem Podcast zu Videomarketing, AR, VR und visueller Kommunikation mit dem Geschäftsführer der K3, Gerhard Schröder. Wie kriegt man denn die Leute dazu, die VR-Technologie ein bisschen anzuschubsen und die Dinger zu kaufen? Schön, dass wir das Gespräch umkehren, aber gerne. Ich glaube, es gibt da kein Patentrezept. Was sie natürlich jetzt gerade gemacht haben am Markt, war den Preis zu senken von den klassischen VR-Brillen. Also so eine Oculus Rift, so eine Brille von der Firma Facebook dahinter, hat ja zu Anfang mal 800, 900 Euro gekostet, so als Markteinstiegspreis. Und es war klar, das ist ein Elektronikprodukt, wie immer, da geht der Preis runter. Inzwischen sind wir bei so ungefähr 400 Euro. Und teilweise kriegst du schon Computerspiele, das ist so ein bisschen wie auf dem Jahrmarkt früher. Ich kenne das als Kind. Richtig. Du hast eine Juckerpalme und für, wenn du mir 10 Mark gibst, dann kriegst du noch eine Tulpe dazu und noch eine Tupie. Genau so funktioniert ja so gesehen der Preisverfall. Ja, und es ist traurig. Was aber noch nicht besser geworden ist, ist die Qualität der Pflanzen. Ja, du hast jetzt so gesehen mehr bekommen. Aber solange du nicht bereit bist, mit dem Ding dich da weiter zu beschäftigen. Also die Kunst ist es, genügend neue Inhalte nachzuliefern, auch als Produzent in ausreichender Qualität und Menge. Ja, und dieser Kauf da auf dem Jahrmarkt, der hat halt so ein bisschen einen schalen Beigeschmack, weil du packst das Ding plötzlich zu Hause aus und denkst, hey, wow, jetzt habe ich das bekommen. Es hat ein bisschen weniger gekostet, als es vielleicht noch vor einem Jahr gekostet hätte. Aber was mache ich denn jetzt damit, ne? Und dann sitzt du zu Hause und denkst, hey, wow, du musst unglaublich viel Zeug auch noch kaufen. Also allein diese Investition in Spiele und Co. ist ja nochmal enorm. Und das ist halt so tatsächlich so ein bisschen das, was selbst mich, die jetzt beruflich mit AR, VR viel zu tun hat, ja, selbst mich davon abhält, für unsere Familie so ein Ding anzuschaffen. Weil ich sage, ey, die Kids wollen doch dann immer das Neueste haben. Und dann investierst du unglaublich viel Geld dafür. Und trotzdem ist es so, ist es jetzt cool oder nicht? Oder brauche ich das tatsächlich für uns, ne? Große Frage. Also, ich hoffe auch, es kommen mehr Devices, die günstiger sind. Es kommen mehr Inhalte, die verfügbar sind für jeden. Schauen wir mal. Genau. Noch Ergänzung für die Zuhörer des Podcasts. Es kommt im nächsten Jahr noch eine neue Brille raus. Facebook hat eine angekündigt, die Oculus Go. Sie soll Gerüchten zufolge so 200 US-Dollar kosten, also vermutlich in Euro 250. Schauen wir mal. Aber da ist die Frage, wie ist die so gesehen die Qualität tatsächlich, die technische Qualität des Geräts, was so gesehen die Displays und die Linsen und ähnliche Komponenten einfach angeht. Da müssen wir schauen, was kriegst du für das Geld tatsächlich. Vielleicht kommt ja auch Apple mit einer Brille raus. Man weiß es. Wenn sie rauskommen, wird sie sicherlich nicht im unteren Preissegment sein, sondern wird sagen, wir zeigen mal wieder den ganzen Markt, was ist Qualitätsstandard und wie immer Qualität hat ihren Preis. Richtig. So, jetzt haben wir so gesehen den Teil ein paar Begrifflichkeiten durch und haben mal so ein bisschen, wo, ich glaube, der Zuhörer konnte raushören, wo momentan so noch die Probleme sind. Aber jetzt mal, was sind denn Anwendungsszenarien, wo man das momentan schon tatsächlich das Ganze nutzen kann? Ein paar Sachen hast du so nebenbei mal erwähnt, wie ich kann auf dem Berg stehen und dann sagt er mir da hinten, der andere Berg, der heißt K2, kleiner Scherz am Rande. Und der ist so und so hoch und solche Informationen, wenn ich denn entsprechende Datenbankensysteme habe, die mir diese ganzen Daten zur Verfügung stellen, dann sind wir so gesehen jetzt auf der Seite Daten und Software. Was gibt es denn überhaupt momentan? Naja, typische Augmented Reality-Anwendungen sind eigentlich immer so für Marketingzwecke, ne? Marketingverkaufszwecke. Also die ganzen großen Automobilunternehmen machen Showrooms und zeigen dort ihren Kunden auf Messen, was alles möglich ist. Ich meine, du kannst ja auf so eine Messe, stellst du seltenst alle Modelle aus, die du hast, sondern da wird eben dieser top neue
Wagen hingestellt, aber die gesamte Ausstattung, die wird ganz oft eben virtuell gezeigt, was es möglich noch gibt, was der Kunde sich noch kaufen kann, wo er sich ein bisschen die Finger danach lecken kann. Dann ganz häufig so Broschüren und so, die augmentiert werden, so heißt das im Fachbegriff, wo man dann eben mit einer Brille oder mit einem Mobiltelefon oder einem Tablet sich dann noch weitere Informationen runterziehen kann. Finde ich immer so ein bisschen so, wir wollten unbedingt Augmented Reality machen. Das ist jetzt Konzernvorgabe, das muss jetzt sein. Ja, also weil wir wollen auch cool sein, deswegen machen wir jetzt sowas. Aber es gibt auch ganz coole Sachen. Also es gibt tatsächlich auch schon Kinderbücher, Lehrbücher, wo das durchaus auch Sinn macht. Ja? Also wo beispielsweise hatten meine Söhne mal ein Englischbuch. Da konnte man mit dem Handy drüber gehen und dann wurde dieser Begriff dann ausgesprochen. Und für jemanden, der wirklich Neuling ist in der Sprache, der keine Ahnung hat mit Lautsprache und wie wird das eigentlich, wie werden die Sachen einzeln ausgesprochen, die Buchstaben, da fand ich das total spannend. Ja? Also da haben die Kinder dann so eine Vorstellung gehabt, das sind die Wörter und haben dann auch ganz anders gelernt. Fand ich total klasse. Was ich mir super gut vorstellen kann, was ich auch weiß, was in Großbritannien auch schon gemacht wird an Universitäten, so Dummies für Erste Hilfe. Da gibt es Medizinstudenten, die daran arbeiten und lernen können, also die dann über Augmented Reality die Organe angezeigt werden, wo über Augmented Reality die Organe angezeigt werden, beziehungsweise die einzelnen Körperteile. Und das fand ich total klasse. Also weil das kann man sich ganz gut vorstellen, das kann man ganz anders lernen und aufnehmen, finde ich großartig. Mhm. Für die Industrie gibt es immer so diese Beispiele für große Produktionsanlagen, wenn einzelne Teile der Industrieanlagen gewartet werden müssen, dass dann eben so nicht eine ganze Produktionshalle stehen bleiben muss und für ein Wochenende angehalten wird, damit ein Teilchen irgendwie aus der neuen Produktionslinie ausgetauscht werden kann, angehalten wird, sondern dass man dann halt eben über Augmented Reality die genauen Bereiche angezeigt bekommt, wo wird ein Teil gewechselt, wie sind die einzelnen Arbeitsschritte und dann muss man eben nur diesen einen Teil stilllegen und bekommt dann die Zusatzinformationen und dann kann der Servicemitarbeiter direkt dort arbeiten. Fand ich immer ganz spannend und ist natürlich viel, viel kostensparender. Ich gebe dazu einen Romantipp. Erzähl. Michael Crichton, den Autor kennst du? Ja. Jurassic Park, Dino Park hieß der Roman. Von dem ist ein Roman, der ist auch schon über 20 Jahre alt, der hieß Airframe. Okay. In dem Roman geht es eigentlich um Augmented Reality. Mhm. Aber was passiert ist, dass ein Flugzeugabsturz passiert, eine große Passagiermaschine, Trauerfall, natürlich Katastrophe. Und anschließend wird das gesamte Ganze, es geht im Roman eigentlich um die Untersuchungsvorgänge hinterher. Mhm. Und in dem Roman hatten schon die Mitarbeiter eine AR-Brille auf der Nase, wie sie jetzt eigentlich mit HoloLens und ähnlichen Geräten, also die haben HoloLens, hat der vor 20 Jahren schon beschrieben. Und die konnten sich dann so gesehen die Kabelkanäle und Kabelschächte der nicht mehr existierenden Maschine in den Bauplänen im Detail anschauen und daran feststellen, was war die Ursache und konnten an den Trümmerteilen so gesehen feststellen, wie da alles ein mit einem zusammenhing. Siehst du, das ist immer so dieser spannende Punkt, was war eigentlich zuerst da? War die Fiktion zuerst da? Ja. Oder waren die Wissenschaftler zuerst, die gesagt haben, wir können uns gut vorstellen, dass das und das funktionieren könnte mit unseren Technologien? Ich glaube ja ganz oft so diese neuen Sachen, die so rauskommen, dass die ganz, ganz viel mit diesen fiktiven Geschichten zu tun haben. Also vielleicht Crichton, vielleicht aber auch Matrix, vielleicht aber auch Star Trek. Korrekt. Also gerade Michael Crichton ist ja eigentlich ein Wissenschaftler, der angefangen hat, aus den neuesten Forschungsideen, was sich daraus ergeben könnte, wie Genforschung, sich zu überlegen, wir könnten Dinosaurier wieder zum Leben erwecken. Das ist ja eigentlich damals eine Theorie gewesen, an der sie damals, ich glaube, mit irgendwelchen Mammutgeschichten und sowas gearbeitet hatten. Und er hat sich überlegt, das wäre, wenn man nicht das Wollmammut wieder zum Leben erwecken würde, sondern man würde Gene von Dino nehmen. Mhm. Also er nimmt eigentlich so gesehen ja, wissenschaftliche Fakten und führt die einfach die nächsten Schritte weiter. Mhm. Das ist bei ihm. Und es gibt natürlich auch Romanautoren, die sagen, ich habe da eigene komische Ideen und lassen uns mal überlegen, was würde das bedeuten. Es gibt beides und das Schöne ist ja eben das Zusammenspiel. Wenn sich auch Wissenschaftler sagen, Star Trek fand ich die Sache mit dem Holodeck, fand ich total toll. Mhm. Würde ich mal, jetzt bin ich inzwischen selbst Wissenschaftler und die Filme und Fernsehserien aus meiner Kindheit, das möchte ich jetzt mal Realität werden lassen und sind dann vielleicht Mitarbeiter vom Fraunhofer-Institut und überlegen sich, wie man ein Cave, das ist ja so gesehen, naja, ne? Holodeck für Arme, es ist aber eben Stand der heutigen realen Technik, was man da eben an der Stelle machen kann. Ja? Mhm. Also eine Beamer-Technologie für jede Wand im Raum, ein Beamer, der das Bild hinprojiziert und unten der Fußboden, das ist eine in alle Richtungen funktionierende Lauffläche. Ja, das ist so gesehen Holodeck für Arme, aber
genau, Visionen aus irgendwelchen Ideen, die Technik begeisterte Menschen beflügeln. Mhm. Ich sag nur, mit einer Kanonenkugel zum Mond wollen, ne? Was willst du auf dem Mond? Ich war gerade nur bei Jules Verne. Ist ja nichts anderes, ne? Ich meine, es waren auch damals Ideen, was wäre wenn? Die große Was-wäre-wenn-Maschine, die die Menschen da anwerfen. Und hinterher kommen Leute auf die Ideen, auch dann, okay, auch diese Idee, wir wechseln mal von der Kanone zur Rakete und apropos Raketenwissenschaft. Hast du, apropos Rakete, hast du den BBC Spacewalk gesehen? Ja, kann ich auch nur empfehlen. Wenn wir schon gerade bei Empfehlungen sind, es gibt einige verschiedene, ich nenne es jetzt mal VR-Erfahrungen. Das ist übrigens der Begriff. Weißt du, wo der Begriff Experience herstammt? Erzähl. Von Aldous Huxley. Mhm. Schöne neue Welt. Mhm. Der sprach, oder in dem Roman gab es diesen Begriff eben Erfahrungen für, ja, eigentlich das, was wir heutzutage als VR-Experience bezeichnen. Das ist eigentlich auch von einem Romanautor entliehen. Habe ich meine Magisterarbeit drüber geschrieben. Wusste ich trotzdem nicht, dass es von ihm stammt. Kiekes, also ich habe jedenfalls das erste Mal so gesehen und dieser ne, schöne neue Welt ist ja schon älter. 63, glaube ich? Ich glaube ja, also genau, müsste ungefähr hinkommen. Ja, also so hängt manchmal das eine mit dem anderen zusammen. So, jetzt haben wir noch über sehr viel gesprochen und ich möchte jetzt noch mal eine Kurve kriegen. Die Susanne hatte ich ja zu Anfang aber mir so ein kleines bisschen vorgestellt. Jetzt möchte ich mir noch mal zu einem Punkt kommen, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt und wer bist du eigentlich? Das mache ich jetzt mal, nachdem jetzt Leute Menschen so ein bisschen verstanden haben, was die verschiedenen Begrifflichkeiten sind. Darf ich mal anfangen mit, wer oder was war Metaio? Metaio, pass mal auf, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht in PR-Sprech komme. Weißt du, ich habe immer noch das Gefühl, ich muss für Metaio Werbung machen. Metaio ist der Augmented Reality-Pionier eigentlich weltweit gewesen. Also es war praktisch die erste Firma, die wirklich richtige Augmented Reality-Software gemacht hat. Die saßen in München, wurden gegründet von zwei ehemaligen Volkswagen-Mitarbeitern, die sich dann ausgegründet haben und Metaio erst ganz langsam und stetig mit Industrieprojekten, gerade für die Automobilbranche, aufgezogen haben. Und dann nach und nach unglaublich gewachsen sind und ja, haben dann, wie gesagt, der Traum, die Vision von Metaio war tatsächlich Software für alle. Also eine Augmented Reality Software, mit dem jeder, ob du nun Entwicklerwissen hast oder nicht Entwicklerwissen hast, womit sich jeder Augmented Reality Anwendung selbst erstellen kann. Das war die Vision. Und im Prinzip haben sie es auch geschafft. Ja. Und dann? Ja. Dann ist das, was einschlägig bekannt ist. 2015 hat Apple Metaio übernommen. Genau, also das ist zwar jetzt hier so gesehen in Fachkreisen bekannt, aber für alle anderen Podcast-Hörer, die Firma Apple hat 2015 die Firma Metaio übernommen, gekauft. Und das Ergebnis ist, dass jetzt Apple vor kurzem mit dem neuesten iPhone eine erste Augmented Reality-Funktion im iPhone vorgestellt hat. Und wer die Software von Metaio von vorher kannte, so von 2015 und so, der wird sagen, auch das kenne ich alles. Das ist also gesehen das AR-Kit und jetzt auch das Gegenstück AR-Core von Android, also von Google, Alphabet, wie auch immer. Ja, das ist alles gesehen ein Kind aus der damaligen Zeit, was den Metaio aus München damals entwickelt hat. Ist natürlich klasse, dass eine Firma wie Apple, die weltweit aktiv ist, das so integrieren kann und dass die tatsächlich jetzt eine neue Chance für die Augmented Reality auf den Weg bringen. Man muss schon sagen, dass so die letzten zwei Jahre ein bisschen ruhig waren um Augmented Reality. Das sieht man auch ja auf Konferenzen, Messen. Man sieht unglaublich viele VR-Anwendungen, ganz, ganz wenige Augmented Reality-Anwendungen. Und ich glaube darin, dass ein Unternehmen wie Apple und auch Google, dass sie solche Software-Kits auf den Weg bringen, dass sie dieses große Loch, was eben durch den Verkauf von Metaio irgendwie in die Entwicklerlandschaft gerissen wurde, dass das da jetzt irgendwie aufgehoben werden kann, ja, beziehungsweise irgendwie auch vorangetrieben wird. Okay, jetzt bist du also so gesehen nicht mehr bei der Firma Metaio angestellt. Was machst du? Glaube ich zumindest. In dieser Realität ist das so. Ich spreche immer noch, du hörst es. Das ist auch völlig okay so. Du bist von dem Firma auch immer noch begeistert und die Vision ist auch eine tolle Vision. Also von daher, ich sag mal so, alles gut.
Jetzt gibt's ein bisschen Nostalgie, weißt du? Ja, genau. So, und jetzt kommen wir zum Punkt, was heute? Was sind so gesehen heutzutage deine Themen? Also du bist ja immer noch diesem Gesamtthema verhaftet geblieben. Ich habe es tatsächlich mal auf Umwegen in anderen Branchen versucht, festzustellen, es geht nicht. Also wenn man da einmal irgendwie in diese Welt geschaut hat von Augmented Reality, Virtual Reality, also so ging es mir zumindest, dann kann man sich plötzlich nicht noch mit anderen Themen beschäftigen, wo man ganz genau weiß, das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft sieht anders aus und ich bin halt so jemand, ich arbeite unglaublich gerne an Visionen, dass die Wirklichkeit werden. Wenn es schon Technologien gibt, die halt schon funktionieren, dann die, weißt du, die halt einfach schon irgendwie so in den Business-Prozessen auch mit drin sind, wo es nur noch ums Verkaufen geht und nicht mehr um die Vision an sich, dann triggert mich das nicht so. Und deswegen habe ich den Weg in die AR- und VR-Welt wieder gesucht. Und habe mich dann selbstständig gemacht und berate jetzt sowohl Startups als auch große Unternehmen in den Bereichen Augmented Virtual Reality, mache für die PR und Kommunikation und organisiere nebenher und als größtes Standbein halt noch Konferenzen, die sich mit neuen Technologien beschäftigen. Und dabei aber eben nicht nur Augmented und Virtual Reality, sondern ich habe jetzt gerade in München eine Konferenz organisiert, die zu Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence viele, viele Vorträge hatte und viele interessante Referenten. Und daran siehst du auch wieder, was machen wir denn, wenn AR und VR angekommen sind? Was kommt denn dann als nächstes? Oder was brauchen wir vielleicht, damit diese Technologien, ganz andere Technologien eben auch vorantreiben und möglich machen? Und deswegen sind diese neuen Bereiche, die diese Konferenz eben als Themen hatte, so spannend für mich. Und ich habe unglaublich viel gelernt im letzten Jahr. Gerade über künstliche Intelligenz, wo wir, glaube ich, alle noch so sind, okay, was ist das eigentlich und was ist der Unterschied zwischen Robotern und Artificial Intelligence? Also alles ganz, ganz spannend. Mhm. Und das sind die Wege, wo ich mich drauf bewege. Gut, und für alle, die sich über den Themenbereich AR, VR, MR und Achtung, KR. Digitale Realitäten. Ja, genau. Sich für das ganze Thema interessieren. Da gibt es auch eine Messe, die ist in Köln. Genau. Nächstes Jahr 2018 parallel zur Photokina. Richtig. Am 26. und 27. September in Köln, auf der Kölnmesse in Halle 5. Die Digility. Und die Digitality gibt es 2018 bereits im dritten Jahr, 2016 gegründet. Die letzten zwei Jahre waren ganz, ganz spannend und wir sind halt einfach auch jetzt wirklich gespannt, was im nächsten Jahr passieren wird. Also wir wissen, dass diese Branche wächst, aber wir wissen auch, dass es eine unglaublich schwierige Branche ist. Die nächsten zwei Jahre werden es entscheiden. Was du dich so gesehen, ja. Okay, also für alle Podcast-Zuhörer, vor zwei Jahren ist die Messe das erste Mal so als Ergänzung zur Photokina gelaufen. Digility war da eine relativ kleine Messe und war mehr Fachkonferenz. Und jetzt in diesem Jahr gab es 55 Aussteller so ungefähr oder so? 65 Aussteller, also schon... wer die Kölnmesse kennt, da war es vorne im großen Eingangsbereich und also eigentlich so gesehen im Mittelgang fand dann die Messe statt. Und zusätzlich gab es noch ganz viele spannende Konferenzen und Vorträge. Ja, und jetzt im nächsten Jahr im Rahmen wieder im Doppelpack mit der Photokina, dann eben in einer Messehalle selbst. Und dieses Jahr hatten wir selbst auch als K3 auch da einen kleinen Messestand. Wir haben also uns als Startup auch mal auf dieser Messe präsentiert. Mhm. Klein, aber fein. Ja, aber war prima. Ja, wir schauen mal, wie es mit 2018 aussieht, ob das Geldsäckel auch da wieder entsprechend einen Messestand uns erlaubt. Auf jeden Fall seid ihr alle eingeladen, uns dort alle zu besuchen. Ebenfalls von mir auch. Also ich glaube auch, dass die Besucherzahl unglaublich in die Höhe schnellen wird, weil eben so viele Leute sich jetzt damit beschäftigen. Und es ist ja eine reine B2B-Messe. Man wird sehen, wo das in Zukunft hingehen wird, ja? Genau. Bin gespannt. Ich glaube, das können wir als gutes Abschlusswort nehmen, um unser erstes gemeinsames Gespräch damit mal zu beenden. Oh, das wird wenn eine du magst, Reihe. Ja, wenn du magst, werden wir das ganze Vielleicht das nochmal ja fortsetzen. Noch einen Tanzpodcast. Ich habe doch immer noch Bedarf, Wiener Walzer und Co. zu lernen. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Aus einer anderen Realität meines Lebens, genau. Das Thema Tanzen. So. Genug für heute. Ich sage ganz lieben Dank. Liebe Zuhörer, das dürfte so einer der ersten Folgen jetzt im 2018 gewesen sein.
Bleibt uns gewogen und wie Susanne auch sicherlich gleich noch ankündigen wird. Danke für die Einladung. Bewertet uns auf iTunes und auf anderen komischen Kanälen, die da so im Internet schwirren. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Dies war nun der zweite Teil vom Gespräch mit Annette über das Thema AR, VR und sonstige Rs. In der kommenden Woche gibt es dann noch ein Interview mit Bernd Gerob. Der ist Unternehmensberater, Geschäftsführer-Coach, Führungskrafttrainer. Und was hat er? Er hat Videokurse, Videotrainings. Und ich spreche mit ihm darüber, wie man so als Berater solche Videos produziert, was die Rahmenbedingungen dafür sind bei ihm, um so gesehen das Ganze in-house zu lösen. Ich bin jetzt raus. Good night and good luck. Und wer diesen Spruch kennt, der weiß, das stammt noch aus alter Fernsehzeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bewerten Sie unseren Podcast gerne auf iTunes und diskutieren Sie mit uns auf kopfkino.ruhr.